Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Aufnahme hier im Tech-Kanal. Es geht weiter mit diesem Video, Leute. Wir haben wieder Neuigkeiten hier im Tech News Folge 6 heute mit euch zusammen. Und zwar wurden in den letzten Tagen Benchmarks veröffentlicht der neuen AMD Threadripper 1950X mit 60 Kernen und 1920X mit 12 Kernen. Diese CPUs sind seit kurzem jetzt auch verfügbar, seit dem 10. August sind die verfügbar, kann man käuflich erwerben und der Preis liegt so bei 1060 Euro für den 16-Kerner Variante, die 1950X, und etwa bei 850 Euro liegt halt der andere, also der Threadripper 1920X mit 12 Kernen. Was wir hier noch haben, also wie gesagt, es wurden Benchmarks veröffentlicht und dazu gibt es einiges auch noch zu sagen. Ich habe persönlich keine eigenen Benchmarks da, weil ich die CPUs halt nicht mehr bekommen habe. Ja, liegt auch natürlich halt an den ganzen Abonnentenzahl und so weiter und so fort. Die kriegt man nicht so einfach, wenn man 100 Abonnenten so wie ich hat, irgendwie vom Hersteller, sondern muss es dann käuflich tatsächlich erwerben und dieses ist natürlich finanziell so auch nicht möglich. Ich hoffe, ihr versteht mich, aber ich habe trotzdem ein paar Infos auch natürlich rausgelesen und da habe ich Folgendes für euch, und zwar ein Cinebench von Cinebench R15 habe ich einen gewissen Testbericht da und dieser sagt, dass der Ryzen 1950X Leute 3000, also über 3400 Punkte erreicht hat bei 4,0 GHz übertaktet. Viele werden jetzt oder einige von euch werden sich jetzt fragen, warum die übertaktete Version, wieso nicht die also normale Basic Takt. Aber wer sich solche teuren CPUs kauft, der wird das wohl auch übertakten, Leute. Denn sonst weiß nicht, was man damit so richtig anfangen soll. Natürlich sind auch diese Basistakte gut, aber man kauft halt so eine teure CPU eigentlich, um das wirklich auch noch zu übertakten und dann das Maximal eigentlich daraus rauszuholen. Und bei 4,0 GHz ist wirklich auch ein guter Basistakt auf jeden Fall. Und da haben wir halt diese 3400 Punkte, über 3400 Punkte erreicht, Leute. Das finde ich persönlich wirklich, ich bin sehr überrascht. So viel hätte ich jetzt auch nicht erwartet, aber wirklich Hammer einfach die Punkte. Sowas habe ich bei Cinebench persönlich noch nie gesehen. Und der untere Modell mit 12 Kern hat 1920X mit 4,0 GHz wieder übertaktet, hat 2600 Punkte auch erreicht. Das ist auch ein wunderschönes Testergebnis, das Ergebnis auf jeden Fall, die 12 Kerner Variante. Nun ja, was sagt uns eigentlich diese Punkte? Jetzt momentan eigentlich nicht viel. Darum habe ich euch, ob ich auch für euch irgendwie Render-Daten mitgebracht. Und zwar die 1950X rendert Full HD Videos in nur unter 4 Minuten, Leute. Also krasse Sache. Was kann ich da so sagen? Aber das 4K ist wirklich interessanter. Und das 1920X rendert das Ganze auch unter 4 Minuten. Also da gibt es nicht so große Abweichungen mit 12 und 16 Kern, weil bei Full HD Videos auch nicht viel zu erwarten ist. Aber bei 4K, Leute, haben wir auch ein überraschendes Ergebnis, wie ich finde. Der 16-Kerner rendert 4K-Videos in unter 13 Minuten, Leute, so etwa 12,5 Minuten. Also unter 13 Minuten habe ich jetzt diesen Wert mir einfach notiert. Und das 1920X mit 12 Kernen, Leute, rendert das Ganze unter 14 Minuten. Also wir haben hier eine Abweichung von nur einer Minute eigentlich und das ist wirklich erstaunlich, wie ich finde. Also es gibt natürlich auch diesen Preisunterschied, da muss man auch bedenken, 850 Euro, 1060 Euro und ja, wer rendert, also es kommt jetzt natürlich, ist jetzt so ein Test, aber es können auch andere Tests ergeben, dass die 12 2 Minuten mehr sind und so weiter und so fort. Das ist das, was ich entnommen habe, Leute, aber für eine Minute, also der 12-Kerner ist auch wirklich ein Hammer-CPU. Also Fazit von diesem Teil jetzt ist, dass die 12-Kerner sich auch auf jeden Fall lohnen, wer dort 4K rendern will, denn fürs Gaming hat man ja auch gelesen, es ist nicht so optimal, weil fürs Gaming immer noch Single-Core eigentlich bevorzugt wird. Und die beste Single-Core-CPU ist zurzeit das 7700K von Intel, wie ich finde, also vom Preis-Leistungs-Verhältnis auf jeden Fall das Beste eigentlich, womit man irgendwie spielen kann. Denn die Kaby Lake X-CPUs, die lohnen für mich nicht. So,
zu den Threadrippern erstmal so viel, aber wir haben noch ein anderes Thema, und zwar gibt es die AMD Vega RX Grafikkarten. Tatsächlich kann man die jetzt käuflich erwerben, und zwar die eine Variante als erstes, die Vega RX 64 kann man erwerben für etwa 600 Euro, also 500 bis 600 Euro, je nach Anbieter natürlich auch wieder abweichend. Natürlich gibt es diese CPUs auch in Wasserkühlungs, also auch mit Wasserkühlung. Ansonsten die RX 56 wird auch käuflich erwerbbar sein. Die kosten etwa 400 Dollar, werden die kosten. Die Europreise sind noch nicht so ganz bekannt, aber wie gesagt, ich sage es auch immer wieder, dass sie auch in etwa so 400 Euro kosten werden. Ansonsten ein kurzer Vergleich. Also ich habe wieder Benchmarks und so weiter gesehen und habe Folgendes gesehen, dass die RX 64 gleich, also die gleiche, fast die gleiche Leistung hat wie die 1080 von Nvidia, und diese kostet halt etwa 500 bis 600 Euro, und die GTX 1080 kann man schon so für 550 Euro erwerben. Bei den meisten Tests, was ich gesehen habe, ist sogar die GTX 1080 ein bisschen höher. Aber bei Ultra Gaming und so weiter sind die schon Kopf an Kopf, muss ich sagen. Aber die RX 56 mit 400 Euro, was ungefähr eingeführt werden soll, und die GTX 1070 auch 400 Euro, die sind auch so etwa Kopf an Kopf. Also die RX 56 ist halt so eine Grafikkarte, was mit GTX 1070 Kopf an Kopf spielen kann. Und die 1080 mit der RX 64 vom Vega kann die Kopf an Kopf kommen. Aber mit der 1080 Ti können die natürlich nicht mitspielen. Aber also meine persönliche Meinung ist, ich würde trotzdem immer noch die Nvidia Grafikkarten bevorzugen. Also ich kann auch nur in diesem Takt hier, in diesen Berichten reden, über diese Berichte reden, welches ich auch persönlich gesehen habe, so im Internet und so weiter und so fort. Hab das Ganze halt für euch so ein bisschen rausgeforscht. Und mich haben diese Grafikkarten jetzt wirklich immer noch nicht so beeindruckt, muss ich sagen. Weil der Preis ist fast gleich wie Nvidia und wir haben sogar ein bisschen weniger Leistung manchmal. Und ja, ich habe mich schon ehrlich gesagt ein bisschen mehr erhofft von diesen Vega-Grafikkarten. Und das war für mich schon ein bisschen enttäuschend. Aber ja, natürlich muss man auch jetzt bedenken, wer sich solche AMD FreeSync-Monitore und so weiter kauft, hat halt diese Leistung dann, also kommt an diese Monitore günstiger ran als bei Nvidia G-Sync-Technologie. Und da hat halt dann wirklich auch mehr gespart mit der Vega-Grafikkarten. Es gibt auch solche Bundles, die man mit Vega erwerben kann, mit einem Monitor zusammen, mit einer gewissen CPU-Mainboard zusammen, der Ryzen-CPUs und so. Es gibt verschiedene Bundles, die AMD auf jeden Fall anbietet, finde ich persönlich auch gut. So spart man auch je nach was man da kauft, 100 bis 300 Euro. Und diese Packs finde ich auch persönlich wirklich sehr gut. Genau. Mehr gibt es eigentlich jetzt nicht zu sagen. Wenn ihr Fragen habt, Leute, dann immer wieder bei den Kommentaren gerne. Ansonsten danke fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Aufnahme. Himmel und der Kanal. Auf Wiedersehen.